Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat zum zweiten Mal in Folge Punkte in La Liga liegen lassen. Der Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Real Madrid schmilzt. Das Team um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus und muss um die schon sicher geglaubte Titelverteidigung bangen. Der Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid 45 beträgt nach 23 Spieltagen nur noch 6 Zähler. Barça erspielte sich 2 Großchancen durch Messi, 37. 54. Der Argentinier scheiterte aber zunächst an Bilbaos Torhüter Iago Herrera, ehe er einen Freistoß nur Zentimeter über die Latte schoss. Zuvor hatte ter Stegen gegen Markel Sousa-Eta, 17. und Dani Garcia, 25. glänzend pariert. In der Schlussphase war der Nationaltorwart erneut gefordert, als er gegen Garcia, 83. und Iñaki Williams, 86. einen Punkt festhielt. Die letzten Sekunden der Partie spielte Barça in Überzahl, nachdem Oscar de Marcos wegen eines Handspiels gelb-rot gesehen hatte. Die Gäste hatten mit 67% Ballbesitz deutlich mehr Spielanteile, kreierte vor 47.557 Zuschauern aber insgesamt zu wenige gefährliche Situationen. Winterneuzugang Kevin Prince-Boateng wartet derweil weiter auf sein Ligadebüt für die Katalanen. Punkt. Der frühere Bundesliga-Profi, Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, saß auch in seiner dritten Partie 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.